die Zen-Stoiker machen tatsächlich die Erfahrung, dass man in sein ureigenstes Sein zurückkehrt, wenn da einfach nichts bemerkbar ist. Sprich, wenn der Körper ohne Denken und ohne Empfinden nichts spürt, sich bei ihm nichts meldet, dann befindet er sich in der Homöostase dessen, dass da nichts falsch, schmerzhaft, unlustvoll reguliert wird und sich also in diesem perfektionierenden, sich selbst perfektionierenden Körper auch nichts sich zurückmeldet. Mit Ausnahme vielleicht von demjenigen, dass ein süßliches Ziehen von Organspannungen als Resultat des Trainings der Tage davor, der Muskelrelaxation ebenfalls als Resultat einer kleinen Bewegtheit davor. Man braucht dazu nicht Marathon zu laufen, es reichen ein paar Meter des Laufens. Und dann erfährt sich dieser idyllische, arkadische Schäfer in jenem gedankenbefreiten, Schmerz, Unlust befreiten Sein, den er als sein eigentliches, ursprüngliches, ozeanisches sich selbst essen, versorgt heißt aus sich selbst vergenießen, über die noch mit dem Universum verbundene Nabelschnur wiedererkennt in dem Urozean. Das ist die erste Dimension, in dem das eine sich als ein Eines vorkommt, weil es nur mit einer automatistischen Versorgungsleitung mit dem Zweiten verbunden war,